In meinem Kopf war immer klar, wenn du hier in Deutschland in einem, vielleicht sogar dem besten Gesundheitssystem der Welt, wenn dir irgendwas passiert, dann wird dir geholfen. So gut es geht. Aber das ist nicht so. Wenn ich die Sauerstoffmaske wegtue, dann bin ich in der Viertelstunde tot. Warum wir diese Geschichte erzählen, das liegt mir ganz besonders am Herzen, ist gar nicht so sehr, weil wir unsere Geschichte erzählen wollen, sondern weil wir erzählen wollen, dass unser Gesundheitssystem selbst auf der Intensivstation liegt. Deswegen erzählen wir das. Es herrscht Ausnahmezustand. In deutschen Krankenhäusern gibt es so wenige betreibbare Intensivbetten wie nie zuvor. Die Gesamtzahl der Intensivbetten war im September 2023 auf dem Tiefstand von 16.450. Im gleichen Zeitraum ein Jahr zuvor gab es noch über 4.000 Betten mehr. Und mehr als die Hälfte der rund 1.300 Intensivstationen gibt an, aufgrund von Personalmangel nur eingeschränkt arbeiten zu können. Erst Corona, dann das RS-Virus bei Kleinkindern. Die Menschen arbeiten am Limit. Wie lebensbedrohlich sich das für Patienten auswirkt, hat Markus Willer am eigenen Leib erfahren müssen. Er lebt mit seiner Frau Indra in einem Vorort von München. Sie sind Eltern von zwei Kindern. Beide sind berufstätig und führen ein zufriedenes Leben. Das änderte sich schlagartig, als Markus Willer im Sommer krank wird, Fieber bekommt und nach heftigem Verlauf ins Koma fällt. Die Ärzte bitten seine Frau Indra, für ihn seine Situation zu dokumentieren, da es so Koma-Patienten leichter fällt, das Erlebte zu verarbeiten. So entstehen Aufnahmen, die den Ausnahmezustand auf deutschen Intensivstationen schonungslos bestätigen. Ich habe Fieber bekommen, relativ hohes Fieber, und es war natürlich ein Sonntag. Mithilfe eines befreundeten Arztes bringt Indra Willer ihren Mann an diesem Sonntag in ein kleineres Krankenhaus in München. Und dann hat sich sein Zustand so nach 3-4 Tagen ganz schnell rapide verschlechtert. Und dann kam der Moment, ja, wo er einfach keine Luft mehr bekommen hat. Noch weiß zu diesem Zeitpunkt niemand, woran Markus eigentlich erkrankt ist. Und das war da dann zum ersten Mal, dass ich Todesangst hatte. Hallo, mein Sohn. Hier bin ich und kämpfe mit meiner Leistungsfähigkeit, die so eingeschränkt ist, dass ich eigentlich Panik habe. Wenn ich die Sauerstoffmaske wegtue, dann bin ich in der Viertelstunde tot. Der Notfall, sage ich mal, war auf der Skala von 1 bis 10 sicherlich bei 9 bis 10. Dem Oberarzt ist schnell klar, dass Markus auf eine Intensivstation in einer Universitätsklinik verlegt werden muss. Dort sind die medizinischen Möglichkeiten größer. Er klemmt sich ans Telefon. Ohne Erfolg. Und dann sagte der zu meiner Frau, wir haben schon alle Kliniken in München und Umgebung, die in Frage kommen, angerufen. Und es gibt keinen Platz mehr. Sie kommen nicht weiter und sie sehen, von Minute zu Minute verschlechtert sich der Patient. Und sie wissen genau, wenn das jetzt nicht bald passiert, dann wird er es nicht schaffen. Nur etwa 15 Autominuten entfernt liegt das Klinikum rechts der Isar, eine der beiden Unikliniken in München. Also die Anfragen aus anderen Häusern, da würde ich jetzt sagen, die kommen nahezu täglich. Wir haben idealerweise, wenn wir alles belegen können, 14 Betten, die wir hier betreiben können. Das schaffen wir selten bis gar nicht. Meistens bewegen wir uns zwischen 8 und 10 Betten. Also ich denke, wenn wir allein 2 bis 4 Betten mehr betreiben könnten, dann kommen wir ganz häufig in diese Nöte, vielleicht auch nicht Patienten nicht annehmen zu können. So, und dann kommt man zum Dienst, man erwartet 4 Pflegekräfte, plötzlich kommen wir zum Dienst, sind nur 3. Aber deswegen kann man ja nicht 3 Patienten wegschicken. So, dann wird gleich dicht gemacht. Dann heißt es gleich in der Zentrale, wir können niemanden mehr aufnehmen, ja? Weil eine Pflegekraft krank ist. Und das kann ja unter Umständen über Leben und Tod entscheiden, über eine Person, die das Bett unbedingt braucht. Genau das ist bei Markus der Fall.
Der Oberarzt steht mit dem Rücken zur Wand und kommt mit einer seltenen Bitte auf Markus' Frau Indra zu. Und er hat dann zu mir gesagt, aktivieren Sie alles, was Sie können. Rufen Sie egal wen an. Helfen Sie uns, einen Intensivplatz für Ihren Mann zu kriegen. Wir brauchen eine Klinik, eine Universitätsklinik, die mehr Möglichkeiten hat, als wir das hier haben. Weil sonst wird er hier sterben. Meine Frau hat alle angerufen, die ihr in den Kopf gekommen sind. Familie, alle, Freunde, wer da war. Kennt ihr wen? Ja, und dann ist eine Riesenmaschinerie in Gang gekommen. Also Freunde haben Freunde angerufen, Bekannte angerufen, Menschen haben andere Menschen angerufen, die sich gar nicht kannten. Deutschland liegt bei den Ausgaben für Gesundheit mit etwa 13% des Bruttoinlandsproduktes weltweit an 7. Stelle. Das bedeutet pro Kopf und Jahr Kosten von etwa 8.000 Euro. Ich glaube schon, dass wir eine sehr, sehr gute Versorgung haben, auch in der Fläche. Ich glaube aber auch, dass wir spätestens seit der Pandemie merken, dass es schwer ist, das auf diesem Niveau aufrechtzuerhalten. Etwa seit der Spitze der Corona-Pandemie geht die Anzahl der betreibbaren Intensivbetten kontinuierlich nach unten. Im Oktober dieses Jahres hat sie einen Tiefstwert von etwas über 16.000 Betten erreicht. Auf den Stationen gibt es zwar mehr Betten, aber sie stehen leer. Aufgrund von fehlendem Personal können sie nicht betrieben werden. Während der Pandemie war die Liegezeit der Patienten 4-mal länger als normal. Die Ärzte und Pfleger mussten die Mehrarbeit ohne zusätzliche Hilfe oder Vergütung schultern. Viele haben seitdem den Beruf gewechselt oder sind ins Ausland abgewandert. Also man hat oftmals nicht die Kapazität oder die Möglichkeiten, das volle Repertoire auszuschöpfen, das man für einen Patienten eben aufwenden könnte. Wir haben null Puffer im Personal. Ich kann nur noch das absolute Minimum machen. Nur noch schauen, dass jeder gerade so überlebt. Das Gesundheitsministerium arbeitet an einer großen Krankenhausreform. Denn es muss sich etwas ändern. Und natürlich wird sich, glaube ich, hier in den nächsten Jahren wird und muss sich vieles ändern, dass man eben sagt, wenn man nicht genug Personal hat, konzentriert man das, was man hat, vielleicht auf weniger und dafür besser ausgestattete Kliniken. Zurück zu Markus. Indras Telefonlawine rollt. Viele Anrufe erreichen auch das Uniklinikum rechts der Isar. Dort wird der Fall Markus Villa noch einmal besprochen. Auf wessen Anruf hin, ist unklar. Aktuell hat die Station Personal zum Betrieb von 8 Intensivbetten. Jeder weiß, dass eine 9. Belegung auf die Schultern der Ärzte und Pfleger geht. Sie geben trotzdem grünes Licht. Endlich, der Intensivtransport. Und was mich so wahnsinnig traurig macht, ist, wir hatten da jetzt Glück, aber was ist mit allen anderen Menschen? Tagtäglich kommen Menschen in solche Situationen und haben vielleicht nicht das Glück, dass sie gerade irgendjemand erreichen, irgendjemand helfen kann. Und dann stirbt dein liebster Mensch. Der stirbt, weil es keinen Platz gibt. Mit den Möglichkeiten einer Universitätsklinik kann schnell herausgefunden werden, was Markus fehlt. Also er hatte eine Lungenentzündung, eine Herzmuskelentzündung, viral und bakteriell. Er hatte dann eine Sepsis. Und es war der 19. Juli, es war ein Dienstag. Da hatte er dann morgens einen Herzstillstand. Und ja, sie konnten ihn dann wiederbeleben. Es hat ungefähr 5 Minuten gedauert. Und ab dem Punkt haben die mich in ein künstliches Koma verlegt und beatmet 2 Wochen lang. Und er hat sich dann tatsächlich wieder erholt. Niemand hat daran geglaubt. Niemand. Es war wirklich auch ein medizinisches Wunder. Die fahren da eine Medizin vom anderen Stern auf so einer Intensivstation. Und die Menschen, die dort arbeiten, das Pflegerteam, die waren immer freundlich. Da war nie jemand gestresst, obwohl die Stress hatten ohne Ende. Nur durch ein Ärzteteam, was maximal alles gegeben hat. Hatten wir das Glück, dass er diesen Herzstillstand auf dieser Intensivstation überhaupt überlebt hat? Weil da waren sofort 5 Menschen am Start und haben ihn reanimiert. Also es ist einfach ein schöner Beruf und man hat Erfolgserlebnisse, die man, glaube ich, in keinem anderen Beruf erleben kann. Und das ist ja das, was unseren Beruf trotz allem so schön macht und wir ihn ja deswegen auch machen.
Hätte ich in letzter Minute keinen Intensivplatz bekommen, wäre ich gestorben. Und zwar ganz sicher. Und darüber spreche ich jetzt mit Deutschlands bekanntestem Notfallsanitäter. Tobias Schlegel ist bei mir. Hallo, Tobi, schön, dass du da bist. Hallo, Matthias. Wie kann es sein, dass in einem Land wie Deutschland Menschen sterben müssen, weil es nicht genügend Intensivbetten gibt? Naja, Betten gibt es ja genug. Eben. Wir haben halt einfach nur viel zu wenig Personal, ne? Also ist das, was wir gerade gesehen haben, Alltag oder eine Ausnahme? Also ich bin ja jetzt nicht die Stimme der Pflege. Also ich arbeite im Gesundheitswesen, ich arbeite im Rettungsdienst und habe auch in meiner Ausbildung 720 Stunden in der Klinik gearbeitet. Also ich habe viel gesehen. Ich war in der Notaufnahme, Zentral-OP, auf der Intensivstation für mehrere Wochen, auf der Demenzstation. Und also ich kann subjektiv aus meiner Sicht einfach sagen, das ist keine Ausnahme. Auf der Intensivstation waren immer Betten gesperrt, weil wir zu wenig Personal hatten. Und im Rettungsdienst ist es so, dass bestimmte Kliniken immer mal wieder gesperrt sind. Und da können wir erst gar nicht die Patienten abgeben in der Notaufnahme und müssen weiterfahren. Das ist in der Stadt schon schlimm für den Patienten, 20 Minuten zur nächsten Klinik zu fahren. Ich will mir das nicht vorstellen, wie das ist auf dem Land. Deutschland galt lange als bestes Gesundheitssystem der Welt. Ja. Was ist passiert? Fallpauschalen. Gewinnmaximierung, also dass wir einfach Gewinne, Profit, die Ökonomie über die Gesundheit gestellt haben. Das war der Sündenfall der letzten Jahrzehnte. Du hast es gesagt, seit Jahren arbeitest du im Gesundheitswesen. Was macht das mit einem, wenn man jeden Tag Menschenleben retten muss? Ja, es ist eine Konfrontation, ne? Immer wieder auch mit Leid, Tod und Trauer einfach. Und das macht natürlich was mit einem. Also beispielsweise in der Klinik, ich habe ja auch auf der Intensivstation dann gearbeitet. Ja. Ich hatte da eine Patientin, die ist mir sehr ans Herz gewachsen. Die ist Teil meines Arbeitslebens geworden für ein paar Wochen. Und die ist dann plötzlich verstorben. Und wir haben die noch versucht zu reanimieren. Hat dann leider nicht geklappt. Also das muss man auch sagen, dass viele Reanimationen einfach auch nicht klappen. Und darauf bereitet dich natürlich keiner vor. Ne? Das hat dann nicht geklappt und du musst dann gleich weiterarbeiten. Also dann klingeln die nächsten Patienten, beziehungsweise musst dich um die nächsten Patienten kümmern. Und du hast keine Zeit, das zu verarbeiten. Und das ist schwierig. Also das ist, glaube ich, auch für viele Pflegekräfte und für viele im Rettungsdienst echt schwierig, dass sich keiner so richtig um die Psyche kümmert. Und das hast du gemerkt und deswegen noch eine weitere Ausbildung angefügt. Ja, also bei mir war es tatsächlich so, dass in der Ausbildung, das war aber im Rettungsdienst, da hatte ich ein, zwei Schichten, da ging es richtig zur Sache. Ne? Und da gab es mehrere Todesfälle, einen Schlaganfall und auch eine Reanimation von einem Kleinkind. Und da habe ich für mich gemerkt, ich kann einfach nicht mehr, ich stehe total neben mir. Und der Kollege hat Gott sei Dank auf mich aufgepasst und hat das Kriseninterventionsteam für mich gerufen. Die kümmern sich in der Akutsituation eigentlich um Angehörige, aber haben sich auch um mich gekümmert und haben sich mit mir stundenlang hingesetzt. Und ich konnte mir das in der Situation gleich von der Seele reden. Und das ist ganz wichtig. Das ist super wichtig, um das Ganze zu verarbeiten, damit dich das nicht verfolgt, damit sich das nicht in dich reinfrisst und damit du das auch nicht irgendwie monatelang mit dir rumträgst und dann irgendwann sagst, was halt total oft passiert im Rettungsdienst, sowie auch in der Pflege, dass die Leute sagen, wir können nicht mehr, wir sind verbrannt. Und es gibt viele krasse Erlebnisse. Und das war so ein Erlebnis. Gott sei Dank hat da jemand mit mir gesprochen. Und ein, zwei Wochen später konnte ich dann wieder arbeiten. Und mittlerweile, und das ist der Clou, weil das halt so wichtig ist, bin ich auch Mitglied im Kriseninterventionsteam geworden. Also ich habe eine Zusatzausbildung gemacht, eine Zusatzqualifizierung. Weil du merkst, wie wichtig das ist für den Beruf, ne? Genau, dass man auch erste Hilfe nicht nur medizinisch leistet, sondern eben auch für die Seele, für die Psyche. Und das mache ich jetzt auch. Ist Schreiben auch eine Art von Verarbeitung für dich? Du hast drei Bücher geschrieben, auch natürlich zu dem Thema. Ist das auch so Abhaken von der Seele schreiben? Total, das muss wirklich alles aus dem Kopf raus, ne, bei mir. Und ich habe angefangen zu schreiben. Ich habe über das geschrieben, was ich im Rettungsdienst erlebt habe und auch jetzt in der Pflege. Also es gibt einen aktuellen Roman, Strom. Da wird sogar ein Pfleger zum Täter. Das gibt es ja leider auch in der Realität. Das ist auch kein Einzelfall. Und zwei Pflegerinnen
wollen ihm das Handwerk legen. Das ist die Geschichte und sehr spannend geworden, hoffentlich, und sehr berührend. Und das war für mich ganz wichtig, sich so in düsteren Geschichten auch auszutoben, weil dann habe ich das weg. Dann kann ich weiter funktionieren. Tobi, was muss sich ändern, damit das Gesundheitssystem in Deutschland nicht völlig kollabiert? Also es gibt den Deutschen Pflegetag, der hat da ganz viele gute Vorschläge gegeben. Wir brauchen einen anderen Personalschlüssel in der Pflege. Das ist meine Sichtweise. Wir brauchen mehr Pflegekräfte in den Schichten. Wir brauchen auch eine Politik, die auf die Pflege hört. Ganz, ganz wichtig. Und mein Punkt ist, die Psyche, wir brauchen Supervision. Also einmal im Monat sich zusammensetzen, das muss dann auch Arbeitszeit sein, dass dann Psychotherapeut sitzt in einer kleinen Runde mit den Pflegekräften, auch natürlich im Rettungsdienst, und dass man sich die Sachen, die man da erlebt, die ganzen Geschichten, die einen belasten, von der Seele quatscht. Und dass man dann auch weiter in der Pflege arbeiten kann und nicht so wie so viele ganz schnell den Flexit machen. Tobi, vielen Dank, dass du da warst, und vielen Dank für alles, was du jeden Tag tust.